Von Kindesbeinen an habe ich sehr gern Comics gelesen, zum Beispiel die Enten-Comics, die Donald Duck-Comics von Karl Barks in der deutschen Übersetzung von Dr. Erika Fuchs. Aber wenn ich heute gefragt werde, ob es das denn wirklich gibt, Comics auf dem Niveau der Weltliteratur der Gegenwart, dann fällt mir eigentlich nur ein Name ein, der Name von Jiro Taniguchi, dem japanischen Manga-Meister, der Werke geschaffen hat wie Die Sicht der Dinge oder Vertraute Fremde, Konnichiwa Taniguchi-san. Picasso hat mal gesagt, wenn er eines im Leben bedauert, dann, dass er keine Comics gemalt hat, gezeichnet hat. Sie haben ihr Leben nicht verpfuscht, Herr Taniguchi, sondern Sie haben Mangas gezeichnet. Was stand denn am Anfang des Manga-Zeichners Jiro Taniguchi? Sie stellen ja schwierige Fragen. Offen gestanden habe ich schon als kleines Kind angefangen, Comics zu zeichnen und bin einfach dabei geblieben. Ich habe ein Lieblingsbild in Ihren Mangas. Das ist in Vertraute Fremde die Geschichte eines 48-Jährigen, der noch einmal 14 wird, sein Leben ein zweites Mal eine kurze Phase bestreiten darf. Da träumt er, starrt in den Himmel und da heißt es, denn tief im Herzen bewahrte sich wohl jeder das eigene Kind auf immer. Haben Sie sich Ihr eigenes Kind auch bewahrt und ist es als Manga-Zeichner Ihre Quelle der Inspiration? Stimmt schon, dieses Bild, dieser Satz ist fast ein Teil von mir, meiner Persönlichkeit. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen nur unter sehr großen Schwierigkeiten erwachsen werden. Ich jedenfalls fühle mich manchmal immer noch wie ein Kind und bin wahrscheinlich geistig wirklich irgendwo im Alter von 16, 17 oder 18 Jahren stehen geblieben. An Reife glaube ich nicht. Allein unser Wissen nimmt mit der Zeit zu. Das Wesentliche, also der Charakter und andere Persönlichkeitsmerkmale, bleiben wahrscheinlich immer just so, wie man als Kind schon gewesen ist. All das wollte ich mit diesem einen Satz in meinem Buch zum Ausdruck bringen. Wenn Sie tatsächlich noch mal die Chance hätten, Ihr Leben von Neuem zu leben, ab dem 14. Lebensjahr, was würden Sie anders machen? Naja, was würde ich schon ändern? Wenn ich wieder zurück in diese Zeit könnte, dann würde ich mehr lernen. Jetzt als Erwachsener habe ich kapiert, wie wichtig Bildung ist. Ich habe als Kind nur gespielt und Comics gezeichnet und habe kaum etwas gelernt und bin einfach erwachsen geworden. Ich hatte Glück und konnte Manga-Zeichner werden. Also wenn ich in die Zeit zurück könnte, würde ich ein richtiger Streber und ordentlich büffeln. Jetzt gibt es ja eine merkwürdige Tradition im japanischen Manga, dass die ganz eng mit Naturkatastrophen verwandt ist. Ich denke jetzt an Astro Boy oder sowas, der ja auch ein Atomjunge ist und den Abwurf der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Stimmt es, dass Sie nach der Katastrophe von Fukushima zunächst aufgehört haben zu zeichnen? Ja, Fukushima war ein Schock und ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe mir nach der Katastrophe in Ostjapan überlegt,
Was kann ich tun? Und diese Hilflosigkeit, nichts tun zu können, dass man als Manga-Zeichner beim Wiederaufbau nichts Wertvolles beiträgt, die hat mich regelrecht deprimiert. Ich habe mir die ganze Zeit den Kopf zermartert über die Frage, wie können Mangas beim Wiederaufbau helfen? Die Wende kam, als ich erfuhr, dass es tatsächlich Menschen gab, zwar nicht viele, aber immerhin, denen gerade durch Mangas neuer Lebensmut eingeflößt worden war. Das hat umgekehrt auch mir wieder Kraft gegeben, weiter Mangas zu zeichnen. In diesem Sinn haben die Betroffenen, die Opfer, mich sozusagen aus meiner Krise gerettet. Aber diese Erfahrung hat mich sehr verändert. Seit dem Erdbeben mache ich mir beim Arbeiten mehr Gedanken über Japan und die ganze Welt. Wenn Iro Taniguchi am Zeichentisch sitzt, wann sind Sie am glücklichsten? Also ich bin überhaupt glücklich, Mangas zeichnen zu dürfen. Welcher Moment da der glücklichste ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht, wenn ein Buch fertig ist und gute Kritiken bekommt. Das sind die Momente, wo ich denke, es ist schön, Comiczeichner zu sein. Zum Beispiel genau jetzt, wenn ich gelobt werde. Das ist so ein Glücksmoment. Aigato Taniguchi-san, wenn Sie noch keine Mangas für sich entdeckt haben, dann empfehle ich Ihnen von Herzen das Werk von Jiro Taniguchi im Carlsen Verlag, zum Beispiel Die Sicht der Dinge oder Vertraute Fremde. Folgen Sie diesem großen Künstler in seine Welt, in die Welt Japans.